die mexikanische Mini-Gurke. Ich zeige erstmal kurz ein Video. Das ist die mexikanische Mini-Gurke. Sie wächst am Anfang relativ langsam, kommt aber dann richtig gut in die Gänge und wuchert dann schon. Also richtig schön. Es sind auch sehr viele kleine mexikanische Mini-Gurken dran. Und bin damit auch, was das Wachstum angeht, sehr zufrieden. Sie werden ungefähr so groß, also würde ich sagen so 3 cm, vielleicht 4 cm, das ist schon viel, eigentlich 3 cm. Ja, der Geschmack ist sauer. Richtig sauer, ja, so Richtung, geht schon Richtung Essig, so, und sehr viel Kerne, wenig Fruchtfleisch, und zum Snacken mal hin und wieder eine, kann man machen, aber ich esse sehr, sehr gerne Gurken, ich esse wirklich sehr viel gerne Grünzeug, ich würde sie aber nicht nochmal anbauen. Wie gesagt, man kann es machen, das ist ein schöner Effekt, die Leute sagen, hey, was ist denn das, sind das Bohnen oder ist mal was anderes. Aber rein geschmacklich, für mich persönlich einfach nur sauer und leichtes Gurkenaroma, aber nicht der Rede wert. Und ja, also von daher funktioniert, wenn man mal was Exotischeres im Garten anbieten will oder mal einen Salat reintun oder als Deko, ist es durchaus ein Effekt, kann man machen. Geschmack ist aber nicht so mein Ding, von daher gebe ich 3 Sterne und tendenziell war ich eigentlich bei 4 Sternen, aber da es mir persönlich wirklich überhaupt nicht so gut schmeckt, gebe ich 3 Sterne.